dann hatten wir jetzt noch Buschtrimmen und Transport. Wir sind auf Buschtrimmen aus. Transport mag ich jetzt heute nicht machen. Dorthin. Ernsthaft jetzt? Ernsthaft jetzt? Och Gott, ernsthaft jetzt? Und jetzt müssen wir noch dann zu dem Gehöft hin und dann hier wieder zurück. Wer ist denn hier? Zoe. Zoe. Sollte ich euch vielleicht erzählen, dass ihr die Angel in die Richtung ausschmeißt? Ich frag für einen Freund, weil da... Hallo. Hi. Möchtest du handeln? Belohnung 60 Euro plus Gewächshaussetzlinge. Wollen wir mal handeln? Möchtest du handeln? Nicht jetzt, tut mir leid. Ja, was nützt es mir? Brauchst du meine Hilfe bei irgendwas? Ich bin wirklich genervt von all dem Gras und den Büschen. Kannst du das alles bitte für mich entfernen? 488, sicher, kein Problem. Die angeln Steinfische. Ach so, na denn. Wo müssen wir denn hin? 700 Meter in die Richtung, natürlich. Ist das so? Ich falle vom Glauben ab. Frag mich nicht, was mit ihrem Gesicht passiert ist. Ich bin unschuldig. Es gibt doch hier Jens Steinbutt oder wie die Dinger heißen. Die gibt's doch, oder? Oh. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ach Gott, nee. Zu viel frische Luft. Zu viel Pinien geschnüffelt. Ey, da musst du erstmal nach Bagdad laufen, um das Gehöft fertig zu kriegen. Ernsthaft. Doppelter Beinbruch? Das war gekonnt. Hast du nicht die Rolle gesehen, die ich da zum Abschluss gemacht habe? So, hier sollen wir jetzt schuften. Dann machen wir uns mal hier diesen hier wieder rein. Damit wir sehen, wie weit wir schuften müssen. ...1892 und einen Busch. Müssen wir hier wieder auf die Rosen aufpassen, oder was? Ich werde nicht auf die Rosen aufpassen, definitiv nicht. Was weg ist, ist weg. Das ist dann nicht mein Problem. Beim Runterspringen, das war eine gekonnte Rolle. Liebe Grit. Wie komme ich auf Brit? Also hier könnte man schön mit dem Rasenmähertraktor durchsüßen. Das würde auf jeden Fall besser kommen als mit der Sense. Warte mal, das ist bestimmt der Baum, den wir brauchen, ne? Siehste? Den hätten wir jetzt auch schon mal fertig.
Weil ich mit dem Rasenmäher-Trecker 3 Jahre brauche, bis ich hier bin. Da habe ich die Sense dann schneller. Lieber Sigi, wenn ich den Rasenmäher-Traktor auf dem Pickup laden könnte und damit hierher fahren könnte, würde ich das tun. Und würde hier mit dem Rasenmäher-Traktor langdüsen. Aber ich brauche 3 Jahre, um mit dem Ding hier zu sein. Das ist das Problem. Wenn man den auf dem Pickup draufladen könnte oder so. 1A. Dann würden die Buschtrimmer-Missionen echt Spaß machen. Ich hoffe, die bewegt ihren zarten Poppes hierher, während ich hier mir den Hintern bunt arbeite. Sonst muss ich da hinten noch wieder 700 Kilometer weit weglaufen, um mir meine Belohnung zu holen. Aber Stefan ist schon hier. Drei Jahre und 10 Tage. Du bist Kummer gewohnt. Ja, theoretisch bin ich Kummer gewohnt. Aber ich muss den Kummer ja nicht noch verlängern. Also das muss ich jetzt nicht haben. Bis ich hier bin, ist die Mission schon wieder vorbei. Das ist schon wieder eine neue Tagesmission. Aber wisst ihr, wann ich gesehen hätte, dass Jahreswechsel war? Wenn ich jetzt meinen Hof sauber gemäht hätte, so mit allen drum und dran und Schiss und Gedöns, dann hätte ich gesehen, dass Jahreswechsel war und dass meine Sonnenblumen auch vertrocknet waren. Dann hätte ich das gesehen. Wahrscheinlich mit dem Rasenmäher-Traktor den Hang hoch ist wahrscheinlich so gut wie mit dem Gabelstapler, oder? Da hatte ich doch auch meine große Freude. Da hatte ich doch auch meine große Freude mit dem Gabelstapler. Von den getunten Treckern, ja. Also mein Programm gibt's die tatsächlich noch nicht. Aber es wäre ja schon cool, wir haben ja diese Werkstatt, wenn man die da drinnen tunen könnte, das wäre cool. Also nicht nur reparieren, sondern auch auftunen. Weiß ich nicht, schnellere Schneidgeschwindigkeit oder irgend sowas.
guck mal, die Hälfte haben wir schon geschafft. Also irgendwie geht das heute richtig fix hier, oder? Kommt mir das nur so vor. Oh, da sind Kräuter. Ich sehe Kräuter. Die müssen jetzt warten. Bin auf der Arbeit. Du hast bis jetzt noch kein Video mit dem Rasenmäher gesehen. Ich glaube, das kann man machen, wenn man eine Buschtrimmer-Mission hier bei Oliver oder so hat. Dann kann man das vielleicht machen. Aber ansonsten, noch weiter weg würde ich tatsächlich nirgendwo fahren. Also noch weiter weg bringt absolut nichts. Da hast du keinerlei Zeitersparnis. Und wenn du es dann doch machst, dann wirklich nur für den Spaß. Aber diese Blumen, die bringen hier gar nichts, ne? Nur die hier oben. 700 Stück noch. Ich glaube, den Vorschlag, dass man den mit dem Pickup transportieren kann, den habe ich gesehen. Mit dem Tunen kannst du ja mal in Discord schreiben, lieber Siggi. Ob man nicht die Maschinen tunen könnte in der Werkstatt. Aber ich glaube nicht, dass das... Da wird wahrscheinlich nur die Antwort kommen, dass das nicht geplant ist. So, jetzt scheint Twitch wieder zu gehen ohne Ladebalken. Ei, der Daus, lieber Jens, was ist los? Ja, die Leute sind alle zu Hause ab jetzt, ne? Also die meisten, das wird jetzt mit jedem Tag schlimmer. Könnt ihr mal von ausgehen, dass die meisten dann, wenn die zu Hause sind, dass das hier kein Zuckerschlecken wird. Und das ist nicht nur Weihnachten, das ist schon... eine lange, lange Zeit danach. Ja, hier würde das wäre für den Traktor schon wieder schwierig werden, an ihn hängen. Du hast immer noch eine Sperre. Das ist schlecht. Das ist schlecht, liebe Sigi. Dreihundert Stück noch. Wow. Grafik runtersetzen, ja, tatsächlich. Oder bin ich ja heute tatsächlich mal gut, dass Twitch mir das zubilligt, weil ich bin ja nur Affiliate. Und als Affiliate ist das kein Muss, dass man die Grafik runtersetzt.
setzen kann. Boah, 280. Komm, Leute, das schaffen wir. Okay, zucki, lecki. Viertelstündchen haben wir noch. Das kriegen wir hin. Also die gelben Dinger, die zählen auch nicht, oder was? Doch. Verstehe ich nicht. Mal zählen die nicht. Ich habe jetzt versucht, mal da bewusst drauf zu achten. Aber schlau geworden bin ich nicht. Doch, die zählen doch. Nur die, wo die Blümchen drauf sind, die zählen nicht. Hundertsiebenundzwanzig. So. Nur noch zweistellig, jawohl. Hier ist nochmal schön viel, da können wir nochmal richtig Gas geben. Das sollte schon fast reichen, dass wir nicht mehr rein müssen in den Hof. Jawolla, so. Dich packen wir mal weg und jetzt hatte ich doch hier, meine ich doch, noch Kräuter gesehen. Die nehmen wir natürlich mit, die lassen wir nicht hier stehen. So. So, Pilze können wir stehen lassen. Und jetzt müssen wir wie viel Meter wieder weg? Oh Gott, nee. Machen wir wieder den Kraxelhuber. Da brauchen wir länger dahin zu laufen als für die ganze Buschtrimmer-Mission. ja, schöne, besinnliche Weihnachten auch dir, lieber Sigi. Ich lese das gerade jetzt so. Ja, auch dir und deiner
Liebsten und deiner Familie. Bleib gesund. Und halte durch, ne? So, ihr könnt jetzt wieder aufhören, hier zu Stein zu angeln. Gut gemacht, danke. Du hast noch gar nichts gesehen, du warst die ganze Zeit hier. 488,976 Euro Sozialpunkte. Ja, das ist natürlich... Hier wäre zum Beispiel ein Punkt, wo man das machen könnte. Mit dem Traktor. Aber es ist trotzdem ganz schön weiter Weg bis hierher, ne? Muss man ja so. Aber wir schaffen nicht noch eine Buschtrimmer-Mission, oder? Das schaffen wir, glaube ich, nicht mehr. Siehst du, dann willst du mal aussteigen, dann kannst du nicht aussteigen, dann funktioniert das eh nicht. So. Schauen wir mal, dann können wir hier noch mal ein bisschen Blumen gießen. Auf unsere neu gepflanzten... Sonnenblümchen. Ja, bei der Küche brauchen wir nicht weitermachen. Ich würde mich echt wirklich nur ärgern, wenn ich da jetzt versuche weiterzumachen. Also es ist jetzt wirklich egal, ob man sich die Möbel selber macht oder die kauft. Die passen bei mir einfach nicht. Und warum, das kann ich nicht sagen. Das weiß ich nicht. Haben wir hier schon bei Siki gegossen? Bei Mike gegossen? Jetzt haben wir Mike schon zu Siki gemacht. Hallo, hallo. Lieber Mike, verzeih mir. Ach, da waren die Türen wieder zugeschweißt. Ach, deswegen. So. Was ich nicht verstehe ist, meine Sonnenblumen sind eingegangen beim Jahreswechsel. Die auch? Kann mir das einer beantworten, ob die auch eingegangen sind? Hm. Ich weiß es nicht. Mach mal Tab-Übersicht. Viel Information. Gewächshaus. Gepflanzt 5, bereit zur Ernte 0. Also ist das alles optimal. Keine Weihnachtsbäume mit Kugeln und Lametta. Nein, nein, heute nicht, Mike. Heute nicht. Also theoretisch heißt es, sie haben es überlebt. Würde ich jetzt mal so davon ausgehen. Finde ich aber merkwürdig, dass die in den ganzen Monaten da nicht gewachsen sind, ne? Das ist schon eine Stange merkwürdig. Aber nun gut. Wir beschweren uns nicht. So, sieht gut aus, oder? Jo. Honig ist auch keiner da. Perfekt. Gut.
Gut, ihr Lieben, ich würde sagen, das war's für heute. Ein wenig eher als sonst. Aber es lohnt sich nicht, noch eine Quest zu machen. Das schaffe ich nicht. In den nächsten 4 Minuten. Vielen Dank fürs Zuschauen auf YouTube. Ich habe die Folgen wieder mal mundgerecht geschnitten. So hoffe ich es zumindest. Wenn es euch gefallen hat, lasst einfach mal ordentlich ein Däumchen da unter den Folgen, die ihr gesehen habt. Und ciao und bye bye.